Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Hochwasserlage nach Dauerregen weiter kritisch. Vor allem in Niedersachsen wächst die Sorge, dass aufgeweichte Deiche dem Wasserdruck nicht mehr standhalten. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt die Lage angespannt. In einigen Orten wurde die Schulpflicht ausgesetzt. Wieder mehr Menschen in Deutschland ohne Job. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Dezember 2.637.000 Erwerbslose registriert. Das waren 31.000 mehr als im November und 183.000 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7%. Als Grund sehen Ökonomen die schwache Konjunktur. Explosionen bei Gedenkfeier für iranischen General. Laut Staatsmedien wurden dabei in der Stadt Kerman mehr als 70 Menschen getötet und 170 weitere verletzt. General Soleimani war Kommandeur der Al-Quds-Brigaden gewesen und vor 4 Jahren durch einen US-Drohnenangriff getötet worden. Reaktion auf Tötung von Hamas-Anführer. Die Hisbollah-Miliz hat Israel nach der Attacke in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit Vergeltung gedroht. Libanesische Staatsmedien machen das israelische Militär für den Drohnenangriff verantwortlich. Israel erklärte, die Truppen des Landes seien in erhöhter Alarmbereitschaft. Erster großer Erdbebenprozess in der Türkei beginnt. In Adıyaman müssen sich ein Hotelbesitzer und 10 weitere Angeklagte für einen Hoteleinsturz und den Tod von 72 Menschen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten unter anderem fahrlässige Tötung vor. Laut Gutachtern wies das Hotel schwere Baumängel auf. Und das Wetter heute im Nordosten und Norden noch Regen, sonst etwas Sonne, viele Wolken und kräftige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Es ist stürmisch und die Hochwasserlage verschärft sich bei 6 bis 14 Grad.